Hallo Steinewelt, hier ist der Steinrabe mit meinem 60. Stadtupdate. Heute gehen wir noch einmal hinten an den Palast, bauen im Erdgeschoss alles so weit fertig, dass alles auf einer Höhe ist, auch innen drin, die Innenwände werden ein bisschen schöner gemacht. Dann gehen wir auch an den zweiten Stock und bauen da ein bisschen dran weiter. Und dann werden wir uns auch einen Haul anschauen von meinem größten Einkauf, den ich bisher getätigt habe, seit es dieses Projekt gibt. Ich habe mir am Black Friday bei WeBrick ein riesiges Paket gekauft, das schauen wir uns zusammen an. Dann als allererstes jetzt zum Haul und dann gehen wir zum Baufortschritt. Unten im Video hat es Kapitel, falls ihr diesen Haul überspringen wollt, aber schaut euch einfach mal diese Massen an Steine an, die bei mir ankamen. Wie hier hoffentlich rüberkommt, war das Paket ja riesig und vor allem wegen diesen 1-Kilo-Paketen, die es bei Black Friday mit ziemlich großen Prozenten bei WeBricks gab. Ich habe einfach mal Massen an Steinen mitgenommen, einfach um alle möglichen Formen zu haben. Ich habe zwar jetzt nicht viele Farben, dafür aber ja für Untergrundbauten und alles Mögliche einfach Steinmaterial. Zum Beispiel 3 Kilo von diesen 2x4 Bricks, die ganz am Anfang zu sehen waren. Und hier diese schwarzen Techniksteine, die habe ich genommen, um nochmal was anderes mit einem Dach auszuprobieren. Aber nur Kiloware wäre natürlich auch nicht sinnvoll gewesen, deswegen auch nochmal so ein Sack mit Einzelsteinen. Bei den Einzelteilen habe ich mich hauptsächlich daran orientiert, was ich für den Palastbau brauche. Diese blauen Curved Slopes für die Säulen zum Beispiel. Oder ganz viele weiße Teile für innen drin, für die Wände, hier für diese Gedichte. Einfach weiße Blades an sich, die immer wieder sinnvoll und nützlich sind. Das hier, die grauen Teile, sind jetzt mal für etwas anderes, und zwar für den Weg und für die Felsen, die ich gebaut habe in diesem kleinen Pavillon neben dem Palast. Diese roten Teile sind geplant für den Mosaikboden unten im Thronsaal. Und hier diese goldenen Teile sind für die Dächer des Palastes. Für die erste Änderung, die ich gemacht habe, habe ich auch gleich die neuen Teile benutzt. Ich habe hier dieses kleine Vordach, dieses Zwischendach, ich weiß gar nicht, wie man das architektonisch nennt. Vielleicht wisst ihr, schreibt es mal unten in die Kommentare. Und das auch einmal komplett außenrum um den ganzen Palast. Was man auch sieht, was vorher auch noch nicht da war, war unter dem Dach diese Abschlüsse, diese Bögen, diese grünen, die das Dach von dem Säulengang quasi mit den Säulen selber verbindet. Und innen drin ist auch einiges passiert. Da waren noch ganz viele Lücken bei diesen Gedichten und die habe ich jetzt großteils gefüllt. Auch die Fenster sind alle gefüllt. Hier dieses eine Wandbild, das fehlt einfach noch, da weiß ich immer noch nicht, was ich machen soll. So Schritt für Schritt wird es einfach kompletter. Und wieder ein einfacher Schritt, einfach dieses Vordach oben nochmal dran gebaut und schon sieht das Ganze wieder viel kompletter aus. Über diesem kleinen Vordach habe ich mit so goldenen Gold Ingots einen kleinen Rand, einen kleinen Abschluss gebaut und innen drin seht ihr auch die Vorbereitung für das Dach, das modular dann oben drauf gesetzt werden kann. Vor geraumer Zeit hatte ich ja mal eine Abstimmung, wie ich diese großen Säulen hier gestalten soll. Und ich habe es jetzt einmal durchgezogen und außenrum diese Säulen so gestaltet, wie sie schlussendlich dann auch aussehen sollen. Hier im Zwischengang, das hatte ich vorhin noch nicht erwähnt, hatte ich auch das Geländer weitergebaut, habe einfach mal einen Soldaten reingestellt, um zu schauen, wie das Ganze aussieht. Und hier nochmal die Säule auf der anderen Seite. Das war es soweit für den rechten Flügel vom Palast, jetzt gehe ich an die linke Seite. Ich hatte ja rechts die Wand um 5 Blades erhöht und das muss ich jetzt für links auch nochmal machen. Ist ein relativ großer Aufwand, aber es lohnt sich, es sieht danach wirklich viel besser aus. Das allererste, was ich aber gemacht habe, war den Boden vorzubereiten, die Säulen hingemacht und hier, bis auf ein paar Jumper Blades, die zwischendrin fehlen, habe ich quasi den Boden einmal außenrum gefliest. Dann habe ich die Säulen vorbereitet, habe mir da jetzt auch was überlegt, wie ich die Säulen stabiler machen kann, habe immer wieder solche Zwischenstreben, sage ich jetzt mal, solche Plates eingebaut, die das Ganze halten. Denn vorher war das schon ziemlich instabil, wenn ich einfach nur diese Bricks mit Studs zur Seite nach oben gezogen habe und dann hatte ich so einen wabbeligen Turm mit diesen Curved Slopes außenrum. Hier nochmal eine Nahaufnahme, damit ihr seht, wie ich das Ganze miteinander verstrebt habe, um dem Ganzen mehr Stabilität zu geben. Die Außenwand vom linken Flügel ist fertig, ich habe sie erhöht und habe sie wieder eingesetzt. Auch hier haben die Fliesen von dem Säulengang gefehlt, die habe ich eingebaut. Ihr seht, inzwischen habe ich auch die hellbraunen Jumper Blades. Das heißt, die habe ich unten auch eingefügt, habe ich hier oben eingefügt und ich habe auch die Säulen einmal komplett außenrum durchgezogen. Und hier nochmal in der Übersicht der komplette Baufortschritt von heute. Links und rechts sieht es einfach jedes Mal cooler und vollständiger aus. Und so langsam erkennt man auch, in welche Richtung das Projekt Palast gehen soll. Falls es euch gefallen hat, falls ihr mich vermisst habt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke,
kommentiert, haut raus, was YouTube euch zu bieten hat. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bleibt gesund, euer Steinrabe.